Mein Name ist Julia, ich bin 26 Jahre alt und komme aus der Nähe von Kaiserslautern. Ich habe mir im November 2015 Implantate von Allergan einsetzen lassen. Mein Arzt hat mich eigentlich nur über die ganz normalen Risiken aufgeklärt, wie zum Beispiel Wundheilungsstörung oder Kapselfibrosen. Circa 2 bis 3 Monate nach der OP hat es dann angefangen, dass ich mich oft komisch gefühlt hatte. Mir war oft schwindelig, ich hatte oft Kopfschmerzen. Ja, und die Ärzte hatten eigentlich immer gesagt, ich würde mir alles einbilden und wäre gesund. Ich hatte das erste Mal im Januar 2017 vom Breast Implant Illness gehört und ja, war das erste Mal ziemlich schockiert, weil es den ganzen Frauen genauso ging wie mir. Aber ich war auch ziemlich erleichtert, da ich nun wusste, was mir fehlt. Die Symptome, die ich aber nach der OP bekommen habe, wurden niemals erwähnt. Ich habe im Oktober 2019 mein Implantat entfernen lassen und es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bin jetzt circa ein Dreivierteljahr nach OP, mir geht es mittlerweile ziemlich gut und circa 90% meiner Symptome sind bereits verschwunden, andere haben sich aber schon ziemlich verbessert. Und ja, ich würde die OP immer wieder machen. Mir hat die Facebook-Gruppe ziemlich viel geholfen, da ich durch sie auch meine Ärztin in Frankfurt gefunden hatte, Dr. Baykan, die Implantate bei mir entnahm. Anderen Betroffenen rate ich auf jeden Fall, sich so schnell wie möglich Hilfe zu suchen und auch offen mit dem Thema umzugehen, ja, weil es ist eine ganz normale Krankheit und dafür sollte man sich auch nicht schämen.